sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Kleinweg, sehr geehrter Herr Herwig, lieber Martin Dannecker, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste. Im Namen des gerade 5:12 gegründeten Vorstands, der gewählten Vorstands der Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren BIS e.V. darf ich Sie und euch ganz herzlich zu unserer kleinen Fach- und Feierstunde hier in Frankfurt begrüßen. Warum haben wir das in Frankfurt gemacht? Weil morgen hier der Deutsche Seniorentag stattfindet. Wie alle drei Jahre gibt es wieder einen großen Seniorentag, wo alle Gruppen aus diesem Bereich und alle haupt- und ehrenamtlich aktiven Menschen sich treffen. Und wir haben gedacht, da ist Frankfurt der richtige Ort, um am Vortag unsere Gründung sozusagen zu verwirklichen. Aber auch Frankfurt, eine Stadt, die für Demokratie und Aufbruch steht. Deshalb sind wir froh, hier in Frankfurt zu sein. Der Gründung unseres Verbandes gingen einige bundesweite Vernetzungstreffen in der Akademie Waldschlösschen voraus. Dort treffen sich einmal im Jahr ältere schwule Männer. Und immer deutlicher wurde bei diesen Treffen der Bedarf nach einem solchen Zusammenschluss formuliert. Im letzten Herbst haben sich dann Menschen aus der ganzen Bundesrepublik, ältere schwule Männer, getroffen, eine bundesweite Initiative gegründet und aus diesem hätte, könnte, sollte was Handfestes entstehen zu lassen, nämlich die Gründung eines bundesweiten Verbandes, der sich um die Belange und die Bedürfnisse älterer schwuler Männer kümmert. Wir haben uns in 4 Treffen getroffen, im Waldschlösschen, in Köln, an anderen Stellen, und sozusagen die Gründung vorbereitet, die heute unser Justiziar sozusagen, Percy Rux, von 11 bis 12 in hervorragender Weise durchgezogen hat. Dafür von uns nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du das. Warum haben wir diesen Verband gegründet? Die Generation Stonewall, also der Teil der männerbegehrenden Männer, der sich in der Emanzipations- und in der AIDS-Bewegung seit den 70er und 80er Jahren und danach für die eigenen Belange und damit aber auch für eine Gesellschaft der Offenheit, der Solidarität und der sexuellen Vielfalt eingesetzt hat, will sich im Alter nicht wieder wegducken oder verstecken müssen. Politik, Verwaltung, Träger und Mitarbeitende in den Angeboten, aber auch die anderen Nutzer und Nutzerinnen dieser Angebote in allen Handlungsfeldern, wie zum Beispiel Wohnen und Pflege, politische Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe, müssen auch weiterhin sensibilisiert und zum Handeln motiviert werden. In einigen Bundesländern und Kommunen, ich will jetzt hier nur Berlin, Köln, München oder Nordrhein-Westfalen aufzählen, sind bereits erste gute Ergebnisse in der Öffnung der Strukturen für die Belange älterer gleichgeschlechtlich orientierter Menschen erzielt worden. Ein Beispiel dieser Arbeit ist, dass wir morgen auf dem Deutschen Seniorentag als nordrhein-westfälische Initiative für ältere Lesben und Schwule gleich in 2 Workshops mit vertreten sind. Und das ist ein Beispiel dafür, was alles erreicht werden kann. Diese Best-Practice-Beispiele, die wollen wir bundesweit in die Strukturen einfließen lassen, das ist eines unserer Ziele im neuen Verband. Jetzt haben natürlich viele gefragt, warum ist es ein Verband nur für ältere Schwule, was ist denn mit den lesbischen Frauen? Da gibt es schon einen Verband, den Dachverband Lesben und Alter. Und beide Verbände haben im Vorfeld auch nochmal formuliert, dass es notwendig ist, 2 Verbände zu haben. Denn die unterschiedlichen biografischen Erfahrungen und emanzipatorischen Bestrebungen von lesbischen Frauen und schwulen Männern machen eine solche verbandliche Organisation erstmal notwendig. Lesben und Schwule sind verschieden sozialisiert, brauchen wir für die Männer aufzuzeigen, Paragraph 175, AIDS-Bewegung bei den Frauen, die Frauenbewegung. Das alles führt dazu, dass diese Verbände getrennt, aber inhaltlich gemeinsam vorangehen werden. Beide Verbände haben ihre Wurzeln in diesen unterschiedlichen Diskriminierungs- und Politisierungserfahrungen. Gerade für die ältere Generation lesbischer Frauen und schwuler Männer ist eine Interessenvertretung, die die Fähigkeit zur Identifikation mit den biografischen Hintergründen berücksichtigt und strukturell abbildet, eine Grundvoraussetzung, sich überhaupt auf eine verbandliche Zusammenarbeit einzulassen. Für diese Generation der heute Alten und Hochaltrigen ist das erfahrungsgemäß vor allem dann gewährleistet, wenn die Vertretung durch das eigene Geschlecht erfolgt. Unter Berücksichtigung ihrer Eigenständigkeit ist allerdings, das habe ich eben schon erwähnt, eine
gekommen, vom neuen Fußballspieler, das finde ich klasse. wir werden, beide Verbände werden zusammenarbeiten, auch natürlich im Kontakt zu den Ministerien und zu den fachlichen Verbänden. Ohne Geld von verschiedenen Seiten und ohne organisatorische Unterstützung wäre die Gründung des Verbandes aber nicht möglich gewesen und auch die Veranstaltung heute. Es gilt allen zu danken, allen voran, allen, die an unsere Initiative von Anfang an geglaubt haben. Das sind zuallererst die Gründungsmitglieder, also die Männer und die Verbände, die von Anfang an bei allen Sitzungen dabei waren und gesagt haben, ja, das ist unser Ding, wir wollen, dass das entsteht und dass wir uns einmischen. Das ist ein Verband, möchte ich herausheben, das ist die Aidshilfe NRW, die uns in unglaublich solidarischer Art unterstützt hat und die ganze organisatorische Arbeit, die wir zu stemmen hatten, immer begleitet hat. Ein besonderer Dank an diese Einrichtung, an die Aidshilfe NRW. Vielen Dank. Aber es haben auch Leute wirklich Geld gegeben oder angekündigt zumindest für heute. Das ist die Deutsche Aidshilfe, die Stiftung Homosexuelle Selbsthilfe, bei der wir uns bedanken, das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und nicht zuletzt die Firma Abwi, die von Anfang an unsere Initiative unterstützt hat. Mit der Bundesinteressenvertretung BIS wollen wir unseren Beitrag für eine weitere Modernisierung der SeniorInnenarbeit leisten. Wenn von Vielfalt in der SeniorInnenarbeit die Rede ist, gehört die sexuelle Vielfalt selbstverständlich dazu, offen und unversteckt. Dabei können wir uns auf die Erfahrungen in der Emanzipationsbewegung und die Erfolge in der AIDS-Arbeit stützen. Auf unsere Bedürfnisse nach einem selbstbestimmten, diskriminierungsfreien Leben müssen die Verantwortlichen in allen Bereichen der SeniorInnenarbeit angemessen reagieren. Heute darf ich Sie durch dieses kurze Programm führen und wir sind jetzt auch schon beim ersten Programm bei den Grußworten. Jetzt freue ich mich mit Ihnen und euch zusammen auf das Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Ralf Kleindieck, und ich bin mit euch gespannt, was er uns alles mitgebracht hat. Ja, mal sehen. Ja, lieber Herr Roth, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Lieber Vorstand von BIS, liebe Mitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich hier zu sein, weil das ist sozusagen mein Teil, mein Beitrag zum Seniorentag dieses Jahr. Morgen wird Frau Bundesministerin Schwesig, von der ich Sie sehr herzlich grüßen soll, hier sein und unsere parlamentarische Staatssekretärin Karen Marx. Vielleicht ergibt sich ja die eine oder andere Gelegenheit, sich zu treffen. Ich freue mich, dass aus der Anfrage von Wolfgang Vorhagen bei der Fachtagung für schwul-lesbisches Wohnen im Alltag, im Januar meine ich, dieser Termin geworden ist. Ich freue mich vor allem, dass es mit der Gründung von BIS geklappt hat. Das ist eine tolle Sache und eine notwendige Sache. Das ist schon deutlich gesagt worden, wird sicherlich auch heute nochmal deutlich werden und auch ein bisschen besser erklärt werden können, als ich das könnte. Wir haben mal ein Zitat von Herrn Schupp rausgesucht aus dem März 2010 bei einer Veranstaltung in Köln. Da hat er gesagt, ältere und gar hochaltrige schwule Männer sind noch lange nicht in der Gesellschaft angekommen. Manche von ihnen benötigen Hilfestellungen, sich selbst zu finden. Andere benötigen Stärkung, um zu ihrer Identität zu stehen. Alle hingegen benötigen eine Lobby, die ihre Anliegen in die Politik hineinträgt und sie dort vertritt. Zitat Ende. Die Bundesinteressenvertretung Schwule Senioren, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ab heute diese Lobby. Und das ist wichtig so und das ist gut so, dass es diese Lobby jetzt gibt. Und ich möchte Ihnen viel Erfolg wünschen im Sinne der gemeinsamen Sache und möchte Ihnen unsere Unterstützung zusagen in politischer Hinsicht und in ideeller Hinsicht und auch in finanzieller Hinsicht. Ich weiß ja, dass das Motto gilt, besser
ein Onkel, der Geld mitbringt, als eine Tante, die Klavier spielt. Deswegen möchte ich Ihnen sagen, dass ich heute den Bewilligungsbescheid mitgebracht habe über die Förderung der Bundesinteressenvertretung für schwule Senioren durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Höhe von 49.317 Euro. Vorzeitigen Maßnahmebeginn, also das wird jetzt gerade auch abgewickelt, die haben noch nicht angefangen mit den Abwicklungen, bevor ich hierher gekommen bin und das sozusagen bekannt gegeben habe, aber das wird jetzt sehr schnell abgewickelt, sodass das Geld dann auch sehr schnell zur Verfügung steht und nicht noch lange dauert, aber wenn es länger dauern sollte, dann melden Sie sich bitte, dann beschleunige ich das. Dieses Geld zur Unterstützung ist gut angelegt, nach unserer festen Überzeugung, weil Ihre Anliegen richtig sind und wichtig sind, weil es Dinge gibt, die für Senioren unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität gelten. Es gibt Senioren, die Unterstützung brauchen, aber es gibt welche, die sind sehr aktiv. Und dann gibt es aber Besonderheiten, und Sie haben darauf hingewiesen, Herr Roth, die gelten eben für schwule Senioren ganz besonders und da teilen wir Ihre Einschätzung. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, eine Interessenvertretung zu haben, die auch hier darauf achtet, dass es genügend Möglichkeiten gibt, mit den Problemen, die auch im Alter und mit den besonderen Problemen, die im Alter schwulen Männern begegnen, umzugehen. Ich habe in Berlin den Lebensort Vielfalt besucht, eine Mehrgenerationeneinrichtung mit Wohngemeinschaften, wo schwule Männer in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen leben können. Und ich habe da gemerkt, wie notwendig das ist, solche Einrichtungen, solche Wohnmöglichkeiten und Lebensmöglichkeiten zu haben, aus den ganz unterschiedlichsten Gründen, weil soweit ist mir das jedenfalls auch klar, schwule Männer im Alter in durchaus ähnlichen Situationen sind wie ihr Leben bevor. Sie zum Teil das ganz offen ausleben, zum Teil aber eben auch nicht und zum Teil halt auch den Rückzugsraum brauchen, der dann nötig ist. Das sind die praktischen Dinge, glaube ich, mit denen Sie sich beschäftigen müssen, aber Sie müssen uns auch noch bei anderen Dingen auf die Füße treten. Da möchte ich Sie ausdrücklich zu ermuntern. Wir brauchen da hin und wieder in der Politik Unterstützung, gerade wenn man sich in einer großen Koalition befindet, in der manchmal die Lebenswelten aneinander klatschen wie Holzklötze. Das betrifft zum Beispiel die Problematik des Paragraphen 175 Strafgesetzbuch. Sie haben das ja auch schon also hinreichend diskret und freundlich, wie ich finde, auch in Ihren Verlautbarungen angekündigt, aber da ist es schon nötig, dass wir jetzt eine umfassende Rehabilitierung und eine umfassende Annullierung auch der Urteile nach § 175 Strafgesetzbuch in der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Und ich habe das, als ich noch im Bundesjustizministerium gearbeitet habe, auch schon versucht. Da bin ich da sozusagen nicht erfolgreich gewesen. Aber Manuela Schwesig hat auch mit dem Justizminister darüber gesprochen und die sind sich einig, dass er das auf jeden Fall angehen wird. Und auch die sachliche Argumentation ist nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig zu sagen, das ist das gleiche Problem wie andere Straftatbestände, die schon mal gegolten haben in der Bundesrepublik. Und wir sind ja kein Unrechtsstaat, wie zum Beispiel Mundraub oder Kuppelei. Nein, es ist was anderes, weil es wird nämlich kein Verhalten bestraft, sondern es wird ein Teil der Persönlichkeit bestraft. Und wenn ein Teil der Persönlichkeit bestraft wird, dann finde ich, ist es was anderes. Und dann kann mit Fug und Recht die Gesellschaft dann auch sagen, diese Urteile, die annullieren wir. Und deswegen werden wir uns da dran machen und hoffen, dass wir auch erfolgreich sind. Mal sehen, wie das ist. Lassen Sie mich vielleicht noch ein anderes oder zwei andere Themen ansprechen, weil ich, oder
1903, weil auch die Flagge hier so schön hängt. Das ist sozusagen, wir haben ja in Berlin die Feierlichkeiten damit dem Christopher Street Day am Samstag beendet. Und es war eine ganz schöne Zeit. Vor unserem Ministerium hat die Regenbogenflagge geweht. Sie haben das ja vielleicht mitbekommen, auch das war innerhalb der Bundesregierung ein Diskussionsthema im vergangenen Jahr, weil ich das angekündigt habe, dass wir das machen wollen. Und dann hat die für die Flaggenordnung zuständige Kollegin im Bundesinnenministerium mir das verbieten wollen. Das ist ihr nicht gelungen. Wie gesagt, ich will Ihnen das nur ankündigen, wir müssen das nicht verbieten. Dann wollten wir die Flaggenverordnung klarstellen, dass es erlaubt ist. Das ist uns auch nicht gelungen und dann haben wir sie einfach gehisst. Leistung, das muss ich sagen. Aber im Umweltministerium ist sie auch gehisst worden und ich glaube noch in einem Ministerium. Aber es war natürlich so, dass der Chef des Bundeskanzleramtes in der Runde der Staatssekretäre, die sich einmal in der Woche trifft, das dann auch angesprochen hat, nachdem es letztes Jahr wirklich auch abends noch vor dem Hissen Telefonate zwischen Herrn Altmaier, Frau Schwesig, Herrn de Maizière und mir gegeben hat, irgendwie 3,5 Stunden lang. Und bis wir dann so einen Kompromiss gefunden haben, dass wir sie da 3 Tage gehisst haben. Jetzt war es die ganze Zeit. Es hat sich auch niemand beschwert. Also wir sind dabei, das zum Gewohnheitsrecht zu machen. Aber es war sehr schön, er hat mich in einer dieser Staatssekretärsrunden angesprochen und hat gesagt, Herr Kleinig, und tun Sie mir einen Gefallen, erwecken Sie nicht wieder den Eindruck, als ob die Bundesregierung keine anderen Probleme hätte. Ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, Herr Altmaier, das hängt ganz von Ihnen ab. Ja. Und das ist auch gelungen. Ich möchte noch gerne was anderes ansprechen, sozusagen aus Berlin nach Frankfurt. Letzte Woche ist, wie ich finde, eine großartige, bedeutende und vielleicht auch noch nicht so voll erkannte in ihrer Bedeutung Ausstellung des Deutschen Historischen Museums und des Schwulenmuseums Berlin eröffnet worden mit einer tollen Veranstaltung. Über 1300 Leute waren da, so viel wie praktisch sonst nie bei Ausstellungseröffnungen. Homosexualitäten heißt diese Ausstellung, geht bis Dezember und sie ist in ganz unterschiedlicher Weise beeindruckend, aber vor allem ist beeindruckend, dass das Deutsche Historische Museum sozusagen sich bereit gefunden hat, diese Ausstellung zu machen, auch dann wirklich mit Überzeugung, weitgehend, so wie ich mir das habe berichten lassen, dass aber zum Beispiel die Bundeskulturstiftung mit Hortensia Völkers an der Spitze das sehr stark unterstützt hat. Das ist wirklich ein gutes und ein starkes Signal, dass es diese Ausstellung gibt. Und eine dritte Sache, die mich sehr umtreibt, ist passiert nämlich in der letzten Woche, hat der amerikanische Supreme Court entschieden zu der Frage, was bedeutet Ehe nach der amerikanischen Verfassung und welche Gültigkeit hat das. Und diese Entscheidung ist wirklich bemerkenswert, nicht nur für die Amerikaner, sie ist auch für die gesamte Diskussion bemerkenswert. Ich erwarte auch, dass das noch deutlich wird und ich würde gerne aus meiner Sicht kurz, ohne dass ich hier die Zeit strapazieren will sagen, was diese Entscheidung ausmacht und was sie auch bedeutet, auch für unsere Diskussion, sozusagen die, wenn man so will, es wird ja immer schwieriger in Deutschland, das muss man mal so sagen, die Position, die diejenigen, die keine Ehe für alle haben wollen, aufrechterhalten, diese Position aufrechtzuerhalten, die Volksentscheidung in Irland, jetzt diese Entscheidung des amerikanischen Supreme Court, die damit begonnen hat, dass sie gesagt haben, wenn wir abhängig von der sexuellen Orientierung Ehe als Institution Menschen vorenthalten, dann ist das ein willkürlicher Entzug von Freiheit und Eigentum. Es ist ein willkürlicher Entzug von Freiheit. Das ist wichtig, weil damit deutlich gemacht wird, dass es hier um ein selbstverständliches Freiheitsrecht geht, sich unabhängig von der sexuellen Identität und Orientierung zu verbinden und auch dauerhaft zu verbinden. Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt, den es so noch nicht gegeben hat. Dann haben sie es weiter begründet mit dem Anspruch auf Gleichberechtigung und schließlich damit, dass der Schutz der Ehe als einzigartige, intime Verbindung zweier Menschen besteht, unabhängig davon, welchen Geschlechts und welcher sexuellen Orientierung sie sind. Dann haben sie diesen Schutz der Ehe, den sie so bestimmt haben, ausgedehnt auf die Familie mit der
Konsequenz, dass nun in Amerika auch das volle Adoptionsrecht besteht für gleichgeschlechtliche Paare. Und dann haben Sie als Fünftes gesagt, es ist ein bisschen pathetisch, aber ich finde das ganz toll. Da haben Sie gesagt, es geht auch darum, dass Familie als elementare Glücks-, Friedens- und Regenerierungszelle des Gemeinwesens geschützt ist, die niemandem entzogen werden darf. Und da trifft sich unsere Argumentation von Familie. Wir sagen immer, Familie ist da, wo Menschen füreinander einstehen, füreinander Verantwortung übernehmen, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht, unabhängig davon, ob sie verwandt sind oder nicht in unterschiedlichen Konstellationen. Und wir wissen aus Umfragen und auch aus unseren politischen Aktivitäten, dass Familie für viele, viele Menschen sehr wichtig ist. Und dass es für viele Menschen ein wichtiger Rückzugsort ist, der auch Schutz bietet. Und ich finde es ganz bemerkenswert, dass jetzt der amerikanische Supreme Court gesagt hat, dass diese Familie, dieser Rückzugsort, niemandem entzogen werden darf. Und genau das passiert in der Diskussion, wenn Sie das genau betrachten, in Deutschland um die Öffnung der Ehe für alle. Weil immer argumentiert wird, ich könnte Ihnen das aus dem Tagesspiegel, den ich auf dem Weg hierher gelesen habe, vorlesen, wie die CDU in Berlin argumentiert, weil es da darum geht, dass gesagt wird, einige leben in Familien und in Konstellationen, die finden wir richtig und schützenswert, und andere leben in Konstellationen, die finden wir nicht schützenswert und nicht in gleicher Weise richtig. Das ist der Kern. Und es ist wichtig, sich klarzumachen, dass nicht nur das amerikanische Verfassungsverständnis, sondern auch das deutsche Grundgesetz Politik und letztlich Gesellschaft verbietet, solche Unterscheidungen vorzunehmen. Es ist verboten, Menschen diesen Rückzugsort, diesen Schutz, diese Entfaltungsmöglichkeit vorzuenthalten. Das finde ich ist eine ganz wichtige Botschaft. Und wir müssen mal sehen, wie die Diskussion weitergeht innerhalb der Bundesregierung mit der Veränderung der rechtlichen Regelungen. Wir sind ja der festen Überzeugung, dass das ohne Grundgesetzänderung geht. Unsere Verfassung ist entwicklungsfähig genug. Da steht auch nicht, die Ehe zwischen Männern und Frauen ist besonders geschützt, sondern da steht nur die Ehe. Wir haben eine entwicklungsfähige Verfassung und deswegen ist das, wenn man das will, ohne weiteres möglich. Und ich glaube, dass diese Entscheidung des amerikanischen Verfassungsgerichts dafür auch noch einen wichtigen Impuls geben wird. Das waren so ein paar Gedanken, die ich gerne dieser Gründung mit auf den Weg geben wollte. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Machen Sie uns ordentlich Druck, wenn es nötig ist, und sagen Sie Bescheid, wenn wir irgendwas tun können. Bitte was? Ich habe gesagt, sagen Sie Bescheid, wenn das Geld ausgeht. Wenn das Geld alles klar. In diesem Sinne, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Dr. Klein. Wir werden Sie dann jedes Jahr jetzt hier begrüßen. Wenn Sie immer die Überlegungsbeschreibung persönlich überbringen, dürfen Sie jedes Jahr dabei sein. Das ist auch ein anderer wichtiger Partner jetzt in der Vorbereitung auch von der Gründung unserer Bundesinteressenvertretung ist natürlich die BAGSO. Das ist die größte deutsche Organisation, die sich um Fragen des Älterwerdens und des Altseins kümmert. Und wir haben im Vorfeld auch Gespräche natürlich mit der BAGSO, die in Bonn sitzt, geführt. Und wir freuen uns sehr, dass ein Vertreter aus dem Vorstand gekommen ist. Sie haben heute Nachmittag noch Vorstandssitzung hier zur Vorbereitung auch des Deutschen Seniorentages. Deshalb können Sie auch nicht ganz bis zum Schluss bleiben. Aber wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und auch zeigen, wie sehr die BAGSO auch an uns interessiert ist. Und wir freuen uns jetzt auf das Grußwort des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, Rudolf Herwig. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Roth, sehr geehrte Vorstandsmitglieder der neuen Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Gründungsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Einladung zu Ihrer Gründungsveranstaltung,
der ich gerne gefolgt bin, und ebenso für die Gelegenheit, ein Grußwort zu sprechen. Ich muss gleich sagen, ich habe kein Geld dabei, ich kann auch nicht Klavier spielen. Ja, meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist ja schon angesprochen worden. Das Leben hat viele Facetten und das Grundgesetz schützt mit seinen Grundrechten die Pluralität der Menschen und damit auch die vielen Facetten des Lebens. Es schützt Menschen vor Diskriminierung und es schützt Menschen vor Diskriminierung unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Schwule Männer haben ein Recht darauf, mit ihrer Identität in der Gesellschaft wahrgenommen und auch angenommen zu werden. Das lässt sich heute leicht sagen, aber eben heute, vor 70 Jahren, etwa wäre ihre Vereinsgründung kaum denkbar gewesen. Herr Dr. Kleindieck hat ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, welche Schwierigkeiten Sie oder gewissermaßen ältere oder überhaupt schwule Männer hatten in der Vergangenheit. Ich denke, dass vieles erreicht ist, aber ich denke, dass in diesem steinigen Weg, der zu gehen war, auch viele gescheitert sind. Ich selbst erinnere mich noch gut an eine Situation in meiner juristischen Referendarausbildung Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. In meiner Amtsgerichtsstation stand ein schwuler Mann wegen Verstoßes gegen § 175 Strafgesetzbuch vor Gericht. Mein Referendarskollege und ich führten eine sehr emotionale Debatte mit dem Richter, also mit unserem ausbildenden Richter. Wir sahen nicht ein, dass dieser Mann zu bestrafen sei. Wir hatten nämlich in den Akten seine als Beweise beigefügten Briefe an seinen Partner gelesen. Und für uns unterschieden sich diese Briefe nicht von Liebesbriefen, wie auch wir oder andere sie an eine geliebte Frau geschrieben hätten. Darin fand sich das gleiche Maß an Zuneigung, Ernsthaftigkeit und Bindungswillen, das auch wir geäußert hätten. Es half natürlich nichts. § 175 stand im Strafgesetzbuch und der Mann wurde verurteilt. Und damit begann für ihn, oder setzte sich für ihn, der Teufelskreis nach unten fort, wie für viele andere schwule Männer damals auch. Welch ein Gegensatz zu heute. In seinen Schlussworten zum diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stuttgart sagte Kirchentagspräsident Andreas Barner: Gegen Liebe können wir Christen uns nicht stellen. Aber ist heute alles gut? Ist die Diskriminierung schwuler Männer gewissermaßen Geschichte? Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind verbessert worden. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind heute besser als früher. Aber auch wenn die rechtlichen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen heute besser als früher sind, am wünschenswerten Ende angelangt, ist die Entwicklung noch nicht. Dies gilt für den Prozess der Angleichung der Rechte schwuler Menschen und es gilt für die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, zumindest was Teile unserer Gesellschaft anbelangt. Herr Dr. Kleindieck hat ja ein gutes Beispiel dafür gegeben, dass nicht nur bei uns noch Nachholbedarf besteht, hat sich ja gezeigt an der Abstimmung in Irland, da haben Sie, Herr Staatssekretär, ja darauf hingewiesen, und gerade erst vor anderthalb Wochen hat es eine Demonstration in Rom gegeben. Auf der anderen Seite dieses erfreuliche Urteil des Supreme Court, das Sie ja schon hingewiesen haben. Meine Damen und Herren, als Interessenvertretung für schwule Senioren haben Sie sich viel vorgenommen. Das sind zum einen die vielen älteren schwulen Männer, für die die erreichten Fortschritte zu spät kommen. Sie haben Verletzungen erlitten, die Sie heute noch mit sich herumtragen. Ich kenne das weitere Leben des damals angeklagten und dann verurteilten Mannes nicht. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich weiß aber, dass er sein Leben lang unter seiner gerichtlichen und auch unter seiner gesellschaftlichen Verurteilung gelitten haben muss. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht kann ich es mir aber auch als jemand, der derartiges nicht erlitten hat, auch nicht annähernd vorstellen, wie sehr er gelitten hat, wenn er daran dachte, wie sein privates, sein gesellschaftliches und sein berufliches Leben auch hätte verlaufen können. Es geht Ihnen darum, diesen Männern zu helfen, mit diesen Verletzungen so gut es geht fertig zu werden und einen Platz in unserer Gesellschaft zu finden.
Das ist leichter gesagt als getan. Für viele werden diese Verletzungen irreparabel sein. Im Gegensatz zu diesen Männern damals können sich heute schwule Männer weitgehend zu ihrer Identität bekennen, und viele tun es auch, und können offen ihr Leben so leben, wie sie es leben möchten, ohne Nachteile zu befürchten. Die Frage ist allerdings, ob Staat und Gesellschaft heute schon den richtigen Blick auf die Bedürfnisse alternder und alter schwuler Männer haben. Viele von ihnen werden sich fragen und manche werden sich sorgen, wie wird die Zukunft für mich aussehen? Werde ich, falls ich des Alters wegen in ein gemeinschaftliches oder in ein betreutes Wohnen wechseln möchte, oder falls ich wegen Pflegebedürftigkeit die Hilfe eines Pflegedienstes benötige oder gar in eine Pflegeeinrichtung einziehen muss, werde ich dann die zu mir passenden Hilfen finden und wird man mir dann mit Offenheit und Akzeptanz sowie mit der nötigen Sensibilität begegnen? Als Interessenvertretung haben Sie sich vorgenommen, auf die Bedürfnisse schwuler Senioren bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit aufmerksam zu machen und darauf hinzuwirken, dass schwulen Senioren in den Hilfestrukturen sensibel begegnet wird. Darüber hinaus, wie anderen Senioren auch, geht es Ihnen um nichts anderes, als Ihr eigenes Altern und Ihr Alter aktiv zu gestalten und auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mitzugestalten. Es geht Ihnen um ein Leben in Würde, um Toleranz, Respekt und Achtung Ihnen gegenüber. Es geht Ihnen um Ihren Platz in der Gesellschaft und um Ihren konstruktiven Beitrag zur Gesellschaft. Das ist nicht zu viel verlangt, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Meine Damen und Herren, die BAKSO setzt sich für ein realistisches Altersbild, für ein selbstbestimmtes Leben im Alter, für die gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation älterer Menschen, ein solidarisches Miteinander der Generationen, für ein gesundes Altern und eine hochwertige gesundheitliche Versorgung ein. Mit Ihren Forderungen nach rechtlicher Gleichstellung, nach gesellschaftlicher Akzeptanz, nach Selbstverwirklichung, nach Partizipation und Teilhabe oder nach einer kultursensiblen Altenhilfe und Pflege finden Sie die BAKSO, die Lobby der älteren Menschen, die über ihre mehr als 110 Mitgliedsorganisationen etwa 13 Millionen ältere Menschen in Deutschland vertritt, an ihrer Seite, und sie finden sie offen für Zusammenarbeit. Die zeigt sich ja schon, Herr Roth hat es gesagt, daran, dass eine Veranstaltung auf dem Deutschen Seniorentag mit ihrer Hilfe bestritten wird. Ja. Ich beglückwünsche Sie zum erfolgreichen Abschluss Ihres Gründungsprozesses. Jetzt steht ja nur noch die Vorstandswahl an. Die Wahl des Vorsitzenden. So, ne, die steht noch an. Ja, die steht noch an. Ja, also. Aber wie das bei Vereinsgründungen eben so ist, jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Und dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg. So. Herr Herbig muss jetzt leider zu seiner Vorstandssitzung, das ist ja immer spannend und witzig. Da wünsche ich mir einen guten Abend. Vielen Dank. Grüße von Frau Professor Lehr von uns. Okay, jetzt kommen wir zum ersten sozusagen fachlichen Input. Wir freuen uns, ich freue mich sehr, dass Martin Dannecker, Professor Dr. Martin Dannecker heute da ist. Für die, die ihn nicht kennen sollten, er hat hier in Frankfurt an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität Sexualwissenschaften gelehrt. Seine Themenschwerpunkte, so ist es bei Wikipedia zu lesen, männliche Homosexualität, sexuelle Minderheiten, HIV und AIDS. Für mich unverwechselbar verbunden mit der Untersuchung von 1974, der gewöhnliche Homosexuelle, sozusagen die Bibel des schwulen Lebens aus den 70er Jahren, ebenso bedeutend wie der Film von Rosa von Braunhardt für die Emanzipationsbewegung. Wer mal Lust hat, die Zahlen der Häufigkeit von Geschlechtsverkehren und so nachzulesen, was damals in der Zeit alles gelaufen ist, das ist auch schöner. Ich habe auch schon mal, als du die Kompassnadel vom Schulnetzwerk von der AIDS-Hilfe NRW bekommen hast, auch schon eine Passage zum Thema Alter vorgelesen. Das spare ich mir heute, aber die war sehr witzig, über die verschiedenen Subkulturen und wie man da aufgenommen wird. Heute widmet er sich extra für uns den Fragen des Alters und des Alterns bei schwulen Männern. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Martin Dannecker. Herr lieber Gerd, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Sehr geehrter Herr Glindig, liebe Freunde,
von der Initiative, die eine Wirklichkeit geworden ist. Es gibt eine Bundesinteressenvertretung für schwule Senioren und die Freunde und Freundinnen, die sonst noch da sind. Nicht nur für schwule Männer, sondern für alle Männer und selbstverständlich und ganz besonders auch für Frauen gibt es zwei schwer miteinander zu vereinbarende Tendenzen. Zum einen werden wir immer älter, das heißt, ein zunehmend hoher Anteil der Gesamtbevölkerung erreicht ein hohes oder sogar sehr hohes Lebensalter. Zum anderen werden wir auch dann, wenn wir alt sind, immer jugendlicher. Das heißt, wir umgeben uns mehr oder weniger freiwillig bis ins hohe Lebensalter mit einem Schein von Jugendlichkeit. Altern ist folglich ein höchst widersprüchlicher Prozess. Wir werden alt und viele möchten auch alt werden, aber keiner möchte alt sein. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Jungen liegt gegenwärtig bei fast 78 Jahren. Aber diese Kennzahl ist für eine Initiative, die sich dem Thema Schwule und Alte verschrieben hat, weniger entscheidend als die durchschnittliche Lebenserwartung derjenigen, die bereits ein höheres Lebensalter erreicht haben. Wer heute als Mann 65 Jahre alt geworden ist, hat noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von fast 20 Jahren. Genau genommen sind es 17,5 Jahre. Und das heißt, dass ein Mann, der ein Lebensalter erreicht hat, das gemeinhin als alt gilt, durchschnittlich noch fast 2 Jahrzehnte als alter Mann leben wird. Aber versteht sich ein schwuler Mann, der, sagen wir mal, älter als 60 ist, tatsächlich als alt? Oder begreift er sich nur als älter? Letzteres würde bedeuten, dass er sich zwar nicht unbedingt mehr jung, aber auch noch nicht als alt fühlt. Was zu Widerständen gegen eine Interessenvertretung schwuler Senioren führen könnte. Warum es zu diesem Selbsteinstufungsmanöver kommt, hat vielfältige Gründe. Einer davon ist der, das alt zu sein, und es ist die andere Seite der Fetischisierung der Jugend, die auch vor den Alten nicht Halt macht, einen negativen Beigeschmack hat, nicht zuletzt deshalb, weil Alter als Verlust des Begehrtseins verstanden und zum Teil auch real erlebt wird. Aber das Problem liegt nicht nur darin, und deshalb fragen sich alte schwule Männer auch nicht nur, wie sie sich darstellen sollen, um nicht so alt zu erscheinen, wie sie tatsächlich sind. Ab einem gewissen Alter fragen sie sich nolens volens auch immer mal wieder nach der Zeit, die ihnen noch bleibt, und danach, was die verbleibende Zeit bringen wird und wie sie diese verbringen möchten. Es sind ja zwei Prozesse. Man muss, glaube ich, einiges sozusagen hinnehmen, mit dem man sich dann aktiv auseinandersetzt, aber man muss es trotzdem hinnehmen. Es gibt auch eine passive Seite des Alters. Da wird oft durch die Vorstellung der Aktivität darüber hinweggeblendet. Und diese Dimension, sich das zu fragen, macht natürlich ansprechbar für schwule Altenpolitik. Diese Fragen und die möglichen Antworten auf sie haben einerseits eine individuelle Dimension, andererseits werden diese Fragen und die möglichen Antworten auf sie immer auch vor dem Hintergrund des schwulen Begehrens oder, wenn Sie so möchten, aus dem Horizont einer schwulen Identität gestellt und beantwortet. Zwar sind nicht alle älteren Männer so radikal wie der amerikanische Schriftsteller Paul Auster, der im Alter von 64 Jahren ein Winterjournal vorlegt. Aber alle Älteren werden nicht zuletzt durch ihren Körper von Zeit zu Zeit daran erinnert, dass ihre Zeit begrenzt ist. Die aus der Perspektive des sich mit dem Alter verändernden Körpers geschriebene Journal von Auster endet mit den Sätzen: Du bist 64 Jahre alt. Draußen
ist alles grau, fast weiß, die Sonne nicht sichtbar. Du fragst dich, wie viele Morgen bleiben noch? Eine Tür ist zugefallen, eine andere Tür hat sich geöffnet. Du bist im Winter deines Lebens angekommen. Ich erinnere mich noch gut daran, mit welchem Widerwillen ich auf diesen letzten Satz reagierte, als ich diesen vor 2 Jahren zum ersten Mal gelesen habe. Die Metapher vom Winter des Lebens wollte mir gar nicht schmecken. Herbst hätte ich vielleicht noch gelten lassen. Aber doch nicht Winter, also die letzte hierzulande, vornehmlich graue und kalte Jahreszeit. Und doch habe ich nach einigen Ringen diese Metapher als gültig für die Phase des Lebens, in der ich angekommen bin, akzeptiert. Schließlich entspricht diese Metapher vom Winter des Lebens in etwa dem letzten Viertel meines Lebens, in dem ich mich nach der durchschnittlichen Lebenserwartung nun einmal befinde. Stillgestellt ist damit der Konflikt zwischen meiner Selbstwahrnehmung und meinem tatsächlichen Alter und den Spuren, die dieses an und in meinem Körper hinterlassen hat, aber keineswegs. In gewisser Hinsicht geht es mir wie einem anderen amerikanischen Schriftsteller, nämlich Louis Beckley. Dieser hat im Alter von 65 Jahren ein Gespräch geführt, in dem auch sein Selbstgefühl beim Blick in den Spiegel thematisiert wurde. Über den Blick in den Spiegel älterer Menschen und das, was sie mit ihnen macht, könnte ich jetzt endlos reden. Auf die Frage, Mr. Beckley, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen, wen oder was sehen Sie denn darin? Antwortete dieser, ein Menschen, der ganz und gar nicht im Einklang mit seinem Wesen steht. Es beschämt mich, das zu sagen, aber im Grunde komme ich mir vor wie ein 18-jähriger Junge, meistens fühle ich mich auch so. Sehe ich aber in dieses Gesicht voller Falten und Verwüstungen meiner Haut, mit den schweren Tränensäcken und den müden Augenlidern sage ich mir, heiliger Gott, wer ist es bloß? Ich bin's nicht. Wenn ich dann den ersten Schock überwunden habe, fange ich an, mich zu rasieren und denke, es ist so, wie es ist. Und dann fühle ich mich schon bald besser. Die beiden von mir zitierten Schriftsteller begehren, so viel man weiß, Frauen. Die Konflikte mit dem Altwerden sind demnach keineswegs spezifisch für schwule Männer. Möglicherweise sind sie aber bei ihnen besonders akzentuiert, weil die Fetischisierung der Jugend bei ihnen besonders stark ausgeprägt ist. Fetischisierung der Jugend bedeutet, dass Jugend und jugendliche Körper zu einem Standard des Begehrens gemacht werden. Und ist diese Fetischisierung allgemein durchgesetzt, kommt es zu einem Zwang, der von den Älteren verlangt, sich an das Erscheinungsbild der Jugendlichen anzupassen. Die Zweifel, als alter schwuler Mann auch begehrenswert zu sein, sind durch solche Manöver aber nicht völlig stumm zu stellen. Die Fetischisierung der Jugend hat zur Folge, dass alte schwule Männer in der schwulen Community bislang keinen Ort hatten, an dem sie sich wirklich anerkannt fühlen konnten. Und sie hat zur Folge, dass wir über das Leben von alten schwulen Männern über 5 immer noch zu wenig wissen. Über ältere schwule Männer, also über 45-Jährige, das ist sozusagen immer die Plusgruppe, da gibt es einige empirische Ergebnisse. Aber über wirklich alte schwule Männer, das heißt wirklich über schwule Männer, um die Metapher noch einmal aufzugreifen, die im Herbst ihres Lebens angekommen sind, haben wir wenig zuverlässige empirische Befunde. Das sollte man vielleicht auch mal machen. Eines scheint mir jedoch sicher zu sein. Die gegenwärtigen älteren schwulen Männer gehören einer Generation an, die sich ein hohes Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Diskriminierung erarbeitet und aktiv an der Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu ihren Gunsten teilgenommen hat. Deshalb ist unter ihnen das Gespür für Diskriminierung im Alter auch besonders ausgeprägt. Und deshalb sind sie sich auch keineswegs sicher, ob sie in den letzten Phasen ihres Lebens nicht in Räumen landen, in denen sie erneut von den dort herrschenden heteronormativen Erwartungen marginalisiert und diskriminiert werden. Wäre es so selbstverständlich, dass Männer Männer begehren, wie das vielerorts behauptet wird, wo dann immer wieder die Abstriche gemacht werden, wenn es ums Konkrete geht, wie Sie so schön ausgeführt haben, bräuchte man sich als schwuler Mann nicht allzu viele Gedanken darüber machen,
ob einem dieses Begehren und dessen Ausdruck in den letzten Phasen des Lebens möglicherweise abgemarktet wird. Nun aber, wo wir durch verschiedene Vorkommnisse realisieren müssen, dass der antihomosexuelle Impuls keineswegs abgetragen ist, was unter der missverständlichen Kategorie einer weit verbreiteten Homophobie abgehandelt wird, erweist sich die Besorgnis der schwulen älteren Männer und nicht nur der als durchaus realitätsgerecht. Schwule Männer haben Angst vor einem einsamen Alter. Möglicherweise haben sie dafür mehr Gründe als heterosexuelle Männer und Frauen und lesbische Frauen, weil sie nur seltener Kinder haben, von denen sie hoffen, dass diese sich im Alter um sie kümmern. Aber spezifisch ist diese Angst nicht. Spezifisch ist vielmehr die Angst davor, als alter schwuler Mann in eine Situation zu geraten, die jener gleicht, die jetzt alten schwulen Männer vor längerer Zeit während des Coming-out erlebt haben, in der sie hin und her gerissen waren zwischen dem Verlangen nach Offenbarung ihrer sexuellen Neigung und der Angst vor den Reaktionen ihrer Umwelt. In dieses Dilemma geraten schwule Männer im Alter erneut, wenn sie für längere Zeit in ein Alten- oder Pflegeheim müssen oder auch einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich bringen müssen. Sollen sie sich offenbaren oder wäre es besser, von ihren Begehren nichts wissen zu lassen und nichts zu zeigen? Auch kein Bild an der Wand. Wie reagiert die soziale Umgebung, in der ich mich als alter, möglicherweise kranker und pflegebedürftiger Mann befinde, auf meine Homosexualität? Wird es jemanden geben, der mir, falls ich unter solchen Umständen diskriminiert werde, beisteht? Welche Möglichkeiten gibt es oder sollte es geben, damit ich als alter schwuler Mann halbwegs gelassen auf die mir verbleibende Zeit blicken kann? Wofür lohnt es sich zu leben? Und wovon muss ich mich verabschieden? All diese Fragen kann man sich als alter schwuler Mann stellen, doch man kommt als Individuum schnell an seine Grenzen, wenn die strukturellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen der Auseinandersetzung mit diesen Fragen nicht günstig gesonnen sind. Die gegenwärtigen älteren schwulen Männer mögen ja, wie in der Verlautbarung der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren zu lesen ist, eine größere Problemlösungskompetenz haben als die Generation vor ihnen. Und sie sind, seit sie in das Coming-out eingetreten sind, auch geübt darin, die aus dem schwulen Begehren und dem gesellschaftlichen Umgang mit ihnen erwachsene Lebenskrisen zu bewältigen. Aber schwule Männer sind auch Meister der Anpassung an die herrschenden Normalitätsvorstellungen und deshalb keineswegs gefeit vor einer ihr Leben einschränkenden Resignation. Ich komme nun zum Schluss. Die Bereitschaft, sich aktiv mit dem Alter und dessen Anforderungen und Krisen auseinanderzusetzen, hängt wahrscheinlich auch vom Grad der internalisierten Homonegativität ab. Ich sage bewusst nicht Homophobie. Wer sich als schwuler Mann, ob im Alter oder früher, mit der Stigmatisierung und Abwertung schwuler Sexualität identifiziert, verfügt kaum über die Fähigkeit, sich dagegen zu wehren, sondern wird sich diesen Stigmatisierungsprozessen, wenn er in der Realität damit konfrontiert wird, unterwerfen bzw. sein Leben nach ihnen ausrichten. In dieser Hinsicht sind die Voraussetzungen für ein aktives Eintreten für ein schwules Leben unter älteren schwulen Männern günstiger als dies für eine Generation, die zumindest mit den Resten des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches und mit der durchgängigen Pathologisierung der Homosexualität konfrontiert war, erwartet werden könnte. Sowohl meinen eigenen Beobachtungen zufolge als auch empirischen Befunden zufolge ist es so, dass die internalisierte Homonegativität unter älteren schwulen Männern weniger ausgeprägt ist als unter jüngeren. Freilich gibt es auch unter den älteren schwulen Männern einen sehr hohen Anteil, der entweder ein negatives Selbstkonzept oder ein ambivalentes Verhältnis zu seinem Begehren hat.
Nicht zuletzt für diese Gruppe der älteren schwulen Männer erscheint mir eine Interessenvertretung für die Bereiche, in denen sie sich bewegen, unabdingbar zu sein. Diejenigen älteren schwulen Männer, die ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben, werden sich schon durchsetzen. Jenen aber, die nur über ein fragiles Selbstwertgefühl verfügen und möglicherweise unter psychischen Störungen leiden, muss beigesprungen werden, damit sie im Alter nicht noch unglücklicher werden, als sie ohnehin schon sind. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Martin Dannecker, für den Vortrag und auch für wichtige, sozusagen inhaltliche Impulse auch für unsere Arbeit, die ja jetzt auf uns wartet. Und sehr wichtig auch der Hinweis auf das fehlende Wissen, das fundierte wissenschaftliche Wissen. Und deshalb haben wir jetzt einen zweiten Fachinput vorbereitet. Der kommt aus den Reihen der Gründungsinitiative, sogar aus den Reihen des Vorstandes sozusagen. Das erste Mal als Mitglied des Vorstandes der Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren spricht jetzt gleich zu uns Markus Schupp, Sozialwissenschaftler aus Köln. Er arbeitet gemeinsam mit Heiko Gerlach, der ja auch heute da ist. Heiko, wo bist du? Ah, da hinten. Heiko Gerlach aus Hamburg ist auch da. An einer Studie zur Lebenssituation gleichgeschlechtlich liebender Frauen und Männer in der Altenpflege. Also wirklich Interviews und Erhebungen, die vor Ort mit Älteren in der Altenpflege gemacht worden sind. Und was die Ergebnisse dieser Studie für Altenhilfe und Seniorenpolitik bedeuten könnten, darüber wird er jetzt zu uns sprechen. Ich grüße ganz herzlich hier am Mikrofon Markus Schupp. Sehr geehrter Herr Kleindick, lieber Martin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Georg hat die Studie schon angesprochen, die ich mit Heiko mache. Im Kontext dieser Studie haben wir im Vorfeld über 200 Pflegedienst- und Einrichtungsleitungen gesprochen, auf der Suche nach Interviewpartnerinnen. Die meisten waren uns sehr wohlgesonnen, konnten uns aber nicht helfen, weil es in ihren Häusern keine homosexuellen Menschen gibt. Oder gäbe, bleiben wir im Konjunktiv. Glücklicherweise nur wenige waren der Meinung, dass sie uns nicht helfen können, weil ihre Menschen alt und krank sind und sowas nicht mehr hätten. Was uns übrigens öfter begegnet, dass das dann aufhöre. Ja, vielleicht kann man da mal ein rohes Buch lesen, ich weiß nicht, wie sich das vorstellt. Aber ich glaube nicht. Es ist nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn ich sage, dass das nicht nur die alten Pflege betrifft, sondern aus meiner Erfahrung in der schwulen Seniorenarbeit und in der langjährigen Arbeit, die ich das jetzt beobachte, kann ich auch sagen, aus der Seniorenpolitik ist es ähnlich. Homosexuelle Menschen im Alter werden in der Altenhilfe, in der Seniorenpolitik nicht gesehen. Wie kommt das? Oder anders ausgedrückt, wenn sie doch nicht gesehen werden, dann werden auch ihre Bedürfnisse nicht wahrgenommen. Und sie können sich nicht selbstbestimmt einbringen. Sie sind nicht Teil des Ganzen. Wie kommt das, dass homosexuelle Menschen im Alter, in der Altenhilfe und in der Seniorenpolitik nicht gesehen werden? In der Spieltheorie nennt man sowas eine self-fulfilling prophecy. Anders ausgedrückt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ältere und alte homosexuelle Männer haben im kollektiven Gedächtnis eine unausweichliche Angst vor begründet aus der Kriminalisierung und ihrer Verfolgung, die sie zu einer mächtigen Vorsicht walten lässt. Sie sind sehr, sehr vorsichtig damit, wem und ob überhaupt sie ihre sexuelle Identität preisgeben, wenn sie in Situationen geraten der Abhängigkeit oder wenn sie in Situationen geraten, die sie nicht einschätzen können. Zum großen Teil, Martin hat das angesprochen, spielt hier auch noch die Selbststigmatisierung eine ganz große Rolle. Sie trauen es und gestehen es sich selbst auch überhaupt nicht zu ihrer sexuellen Identität zu stehen oder aus ihr herauskommenden Bedürfnisse zu fordern. Was das bedeuten kann, an zwei Beispielen. So sagt ein fast 90-jähriger schwuler Mann auf die Frage, ob er denn offen lebe im Heim,
dass er dies nicht tue. Er habe dies nur der Leitung der Einrichtung gesagt, sie aber gleichzeitig verpflichtet, dass sie dafür sorge, dass seine Homosexualität im Haus nicht offen wird. Er hätte gesehen, es gäbe noch andere gleichaltrige männliche Bewohner wie er, und er wisse nicht, ob nicht dann noch Nazis dabei wären. Männer, die in der gleichen Zeit wie er sozialisiert worden, waren für ihn der Angstfaktor im Heim oder sind leider nicht offen zu leben. Ich hatte es eben angesprochen, nicht wenige unserer Interviewpartnerinnen, aber auch aus anderen Erfahrungen kann ich das sagen, haben dieses Stigma der Homosexualität, was man ihnen über die Geschichte mitgegeben hat, so sehr internalisiert, dass sie sich nicht trauen, Bedürfnisse zu äußern oder sich selbst als homosexuell darzustellen. So antwortet ein schwuler Mann auf die Frage, ob denn der Pflegedienst wüsste, dass er homosexuell sei, dass dieser das nicht wissen müsse. Das spiele keine Rolle und in seiner Wohnung könne man es auch nicht sehen, außer im Schlafzimmer. Aber er würde peinlichst genau darauf achten, wenn der Pflegedienst kommt, dass die Schlafzimmertür verschlossen bliebe. Ein anderer, vermeintlich schwuler Mann, vermeintlich in dem Sinne, dass aus der Wohnung und aus seinem Lebenskontext offensichtlich hervorgeht, dass er homosexuell ist und auch als solches gelebt hat, der seinen Partner gepflegt hat, ihn aber vor dem Pflegedienst als Kollegen bezeichnet hat, der bei ihm gewohnt hat, den er wohlweislich gepflegt hat, bittet den Pflegedienst, ihm nur weibliche Pflegekräfte zu schicken, damit die Nachbarn nicht denken, er könne schwul sein. Die selbsterfüllende Prophezeiung. Die Medaille hat zwei Seiten. Wo homosexuelle Menschen nicht sichtbar werden und es nicht sein können, da werden sie nicht gesehen. Auf der anderen Seite ist die Altenhilfe und die Seniorenpolitik, in der oftmals überhaupt nicht, und wenn ich in der sage personalisiert, dann rede ich natürlich von den Menschen, die dort sind, überhaupt nicht darüber nachgedacht wird oder gedacht wird, dass der oder die Gegenüber homosexuell sein könnte. In einer Gesellschaft, wo die große Mehrheit heterosexuell lebt und die heterosexuell dominiert ist, ist es oftmals schon eine Kraftleistung zu denken, eine Frau einem gegenüber könnte lesbisch sein, ein Mann einem gegenüber könnte schwul sein. Dies betrifft besonders auf die Altenhilfe und auch auf die Seniorenpolitik zu, weil dort dieses Thema noch ein absolutes Tabu gilt. Glücklicherweise gibt es seit einigen Jahren in Deutschland zahlreiche Pflänzchen, nenne ich es mal. Ich möchte da eine Metapher aufgreifen, der Veränderung. Am längsten bekannt sind Ihnen wahrscheinlich, den meisten von Ihnen, schwule Seniorengruppen, die sich mittlerweile bundesweit sehr zahlreich zusammentun. Ob im Charakter einer Selbsthilfe oder als Freizeitgruppe. Sie treffen sich und schaffen. Martin Dannegger hat es schon die Frage nach den Orten gestellt und schaffen sich Orte, sich zu treffen. In wenigen Kommunen in Deutschland gibt es eine schwule Seniorenarbeit, wie beispielsweise in Köln oder beispielsweise in München. Peter Briller sitzt hier. Georg hat es schon angesprochen, in Nordrhein-Westfalen gibt es als erstes Bundesland zwei landesweite Planstellen zur Sensibilisierung von Einrichtungen der Altenhilfe und der Politik. Es gibt in München und Berlin Wohnprojekte für schwule ältere Männer. Und von dieser Stelle mein Wunsch an die lesbischen Frauen, dass es nun bald losgeht, auch bald ein Pendant für lesbische Frauen werden. Auch haben sich herkömmliche, in Anführungsstrichen, Einrichtungen der Altenhilfe, wie beispielsweise die AWO, auf den Weg gemacht, oder der Frankfurter Verband, ein Vertreter sitzt heute hier, oder auch das Münchner Stift, ihre Einrichtungen für die Bedürfnisse von homosexuellen Menschen zu öffnen. Zu öffnen heißt in diesem Sinne, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Belange und die Bedürfnisse, aber auch für die Geschichte von homosexuellen Menschen zu sensibilisieren. Mit diesen genannten Beispielen ist
ein zaghaftes Pflänzchen eines beiderseitigen Entgegenwirkens auf diese sogenannte Self-Fulfilling Prophecy eingetreten, die ich bemerkenswert finde. Schwule, ältere und alte Männer beginnen in ihrem Umkreis und zukünftig auch mit BIS auf sich aufmerksam zu machen. Einrichtungen der Community tun ihren Teil, dieses Thema zu setzen und zu stärken. Beispielsweise gehört hierzu die aktuelle Studie der Deutschen AIDS-Hilfe HIV50+, die sich damit beschäftigt, welche Bedürfnisse, Wünsche und auch Nöte haben denn ältere Menschen mit HIV. Auf der anderen Seite sind Einrichtungen jenseits der Community auf dem Weg, sich zu öffnen. In, wie gesagt, der Sensibilisierung ihrer Mitarbeiterinnen. Ich finde, dass dies eine wunderbare Entwicklung aufeinander zu ist, die zukünftig von uns als BIS gefördert wird. Gemessen an Gesamtdeutschland und an den Seniorinnen und Senioren in Deutschland und an den Einrichtungen, auch an der Seniorenpolitik, mag das marginal sein und vielleicht auch an vielen Orten gar nicht wahrnehmbar. Die Wirkmächtigkeit dieser Entwicklung jedoch ist enorm. Das zeigt die Gründung der Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren e.V. Und dafür sprechen auch die beiden heutigen Redner. Dass wir in dieser Form, heute an dieser Stelle, eine solche Anerkennung erfahren, finde ich bemerkenswert. Das ist die Welle, auf der BIS surfen wird. Damit das so bleibt und weitergeht, werden wir, und da bin ich wieder in meiner Metapher, die Pflänzchen hüten und gießen, damit sie tragfähige Bäume werden. Wir machen uns heute auf den Weg und werden unser Mögliches tun, damit ältere und alte schwuler Männer in Zukunft, wie auch nachwachsende Generationen schwuler Männer, zukünftig selbstbestimmt alt werden können. Damit ihre Bedürfnisse in der Altenhilfe gesehen und damit sie einbezogen werden können. Das bedeutet auch, dass Pflegeplanung und Pflegedokumentation eine Biografie erfasst, die es bis dato in diesen Biografien noch nicht gibt. Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass wir in der Politik gesehen und erfasst werden und auch dort unsere Interessen und Bedürfnisse einbezogen werden. Wir werden uns aber auch um diejenigen kümmern, die auf Grundlage des Paragraph 175, und ich sage das sehr deutlich, zu Unrecht kriminalisiert, verfolgt und verurteilt wurden. Auch, ich habe es angesprochen, wird es unsere Aufgabe sein, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnerinnen, wie beispielsweise der Deutschen AIDS-Hilfe, dafür zu sorgen, dass Menschen mit HIV und AIDS in Würde und selbstbestimmt alt werden können. Hierzu noch ein Beispiel aus unserer Studie. Ein HIV-positiver Mann liegt im Krankenhaus in einem Dreibettzimmer. Nach dem Mittagessen kommt die Servicekraft, holt das Tablett des ersten Zimmergenossen, bringt es raus, kommt wieder rein, zieht sich Handschuhe an, holt sein Tablett, bringt es raus, zieht die Handschuhe wieder aus und holt das dritte Tablett. Ich glaube, das ist deutlich, dieses Beispiel spricht dafür, und das sagt auch unsere Erfahrung des HIV, und AIDS noch immer ein Faktor der Diskriminierung ist. Auch das wird unsere Aufgabe sein. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben sehr viel zu tun. Deshalb höre ich jetzt auf zu reden. Ich möchte aber es ist mir ein Herzensanliegen, an dieser Stelle von meinem Konzept abzuweichen und zu sagen, bei alledem, bei allen Missständen, und bei allem Positiven, aber möchte ich sagen, ich bin heute stolz, als schwuler Mann mit euch hier diesen Verein gegründet zu haben, vor dem Hintergrund, dass in unserem Nachbarland Türkei Menschen von der Straße geblasen werden mit Wasserwerfern. Das erfüllt mich mit Stolz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Markus Schupp. Bevor wir das nächste Intermezzo, ich habe ja gesehen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch insgesamt das Gefühl, es ist quasi so die erste, von den Temperaturen auch im Raum, so die Vorstufe der ersten schwulen Seniorensauna in Frankfurt. Und freue mich, dass ihr trotzdem alle durchhaltet in unserem Alter. Auch keine, ich habe auch extra heute die ganz starken Kompressionsstrümpfe angezogen. Bevor wir jetzt nochmal Musik hören, wollte ich noch Teile aus dem Grußwort verlesen. Ich finde das auch nicht selbstverständlich. Es ist ja in meiner jetzt über 3,5-jährigen Arbeit in NRW ganz wichtig gewesen, mit den Verbänden vor Ort zu arbeiten, also mit dem Landesseniorenverband oder mit der Landesseniorenbüroorganisation, mit Fahrnetzwerken, also viele, viele Netzwerke. Und ein wichtiger Netzwerkpartner in diesem ganzen Zusammenhang ist ein Verband, ein großer Wohlfahrtsverband, dem viele, viele schwule und lesbische Organisationen angehören, nämlich dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Seit 2012 ist Rolf Rosenbrock Vorsitzender, ein Mann, den ich aus der AIDS-Krise kenne, der hat damals das Buch geschrieben, AIDS kann schneller besiegt werden. Leider hat es der bayerische zuständige Beamte damals nicht gelesen, der Herr Gauweiler, aber dann wäre vieles anders noch schneller gelaufen. Ralf Rosenbrock hat uns ein Grußwort geschickt als Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Gesamtverband, in dem er sehr persönlich Stellung nimmt, in dem er auch persönlich auf sein eigenes Schwulsein hinweist. Und daraus möchte ich wenigstens ein paar Absätze vorlesen, weil sie auch bedeutend sind für die Position von so einem großen Wohlfahrtsverband. Das ist ja auch nicht in allen Wohlfahrtsverbänden gleichermaßen die Regel, sich so offen zu diesem Thema und so unbeschämt zu diesem Thema zu äußern. Heute stehen wir als erste Generation schwuler Männer in Deutschland vor der Herausforderung, ein würdiges Altern ohne Tarnung und Verstellung für uns zu organisieren. In der Öffentlichkeit, in den Medien, aber auch in Pflege- und Krankenversorgung. Aus diesen Gemeinsamkeiten folgen wichtige kulturelle, soziale und politische Aufgaben. Sie sind nur gemeinsam und organisiert zu bewältigen, in bürgerschaftlicher Selbstorganisation und Interessenvertretung. Da geht es zum Beispiel um die Aufarbeitung der Geschichte von Unterdrückung, Diskriminierung und Verfolgung. Neben der Rehabilitation der Opfer von damals geht es um Aufarbeitung, Gedenken, Forschung und Öffentlichkeit. Auch die ineinander verwobenen Geschichten der Befreiung und der erneuten Bedrohung durch AIDS sind längst noch nicht zu Ende erzählt. Und erst am Anfang stehen wir mit der organisatorischen, rechtlichen und kulturellen Gestaltung unseres Lebensabends. Auch Abend schon, ne? Das ist also nicht Winter oder Herbst, da ist schon Abend, da geht die Lampe schon langsam an. Die interkulturelle Öffnung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung für unsere Bedürfnisse ist dabei ein wichtiges Ziel. Ohne die direkte Beteiligung schwuler Senioren kann es nicht erreicht werden. Und dann spricht er noch über die Grundorientierung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, die sehr nah an unserer dran ist. Durch zivilgesellschaftliches Engagement soll jedem Menschen der gleiche Respekt und die gleiche Chance zum Leben verschafft werden. Diese Ziele verfolgen wir, der Paritätische Wohlfahrtsverband, unter ausdrücklicher Anerkennung und Betonung der Vielfalt. Und wir setzen uns deshalb auch besonders ein für Offenheit und Toleranz. In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen herzlich eine fröhliche und erfrischende Gründung als Beginn einer erfolgreichen Entwicklung. Erstaunlich ist, dass er gewusst hat, wie heiß es heute sein wird. Also nochmal Ralf Rosenbrock. Dann haben wir jetzt noch vorgesehen, dass sich alle, die am Gründungsprozess beteiligt waren, heute mit nach vorne kommen. Das wisst ihr selber, wer dabei war. Ich werde die Namen, wenn ihr kommt und da seid, verlesen. Und vielleicht sind noch welche da, die einen Aufnahmeantrag ausgefüllt und mitgebracht haben. Die können auch nach vorne kommen, dann kommen einfach mit. Ich werde dann den Namen vom Aufnahmeantrag ablesen. Also folgende persönlichen Gründungsmitglieder sind heute mit dabei. Aus Frankfurt Andreas Blum, Michael Jehme aus Köln, Theo Kempf aus München, Peter Priller aus München und Bad Tölz, Percy Rux aus Dresden, Dirk Meyer hat es leider nicht geschafft, Georg Harpfer auch nicht, das sind die beiden fehlenden Gründungsmitglieder. Dann von der Deutschen AIDS-Hilfe ist heute da Manuel Stepski und Silke Maas, gleich doppelt vertreten, ist ja auch eine große Einrichtung. Ne? Silke Eggers, sorry. Silke Maas ist die Chefin. Oh, das wäre jetzt, ne? Ja, okay. Also Silke Eggers, sorry. Von der AIDS-Hilfe NRW Patrick Maas. Dann ist bei der Gründung dabei das Magnus-Verschwell-Zentrum Hamburg. Manometer Berlin mit Bernd Kraft. Die Münchner AIDS-Hilfe, Rosa Alter, das Rubicon Köln mit Dr. Beate Platz, die Schwulenberatung Berlin mit Dieter Schmidt,
Stiftung Akademie Waldschlösschen, das Subschwules Kommunikations- und Kulturzentrum München, Christian Schulze. Kommt ihr alle mit hier ins Bild? Ich habe euch alle schon vorgelesen. Dann kommen noch zwei Menschen von der Gruppe Gay und Grell München, der Siegolf und der Bernhard kommt auch mit aufs Foto. Und irgendjemand hat eben noch gewunken mit dem Aufnahmeleiter. Das war der Heiko, das war nicht ganz gesehen. Okay, also es ist Silke Eggers und nicht Silke. Okay, das alle sind die Menschen, die diesen Verband jetzt heute mitgegründet haben und haben entstehen lassen. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle kräftig mitarbeiten wollt und mitarbeiten werdet. Ich wünsche unserem Verband eine sehr, sehr starke und einflussreiche Zukunft und weiß, dass wir starke Partnerinnen und Partner an unserer Seite haben. Und vielleicht kann man noch mal ein Foto von uns allen schießen. Und wenn Sie Lust haben, können Sie auch noch mal mit aufs Foto kommen und der Martin auch, damit wir sozusagen Politik und Wissenschaft mit im Boot haben. Und jetzt müsst ihr anderen alle ganz besonders laut applaudieren, damit wir uns wohl. Möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr heute hier seid. Der Prosecco ist jetzt noch nicht da, der ist für 4 Uhr bestellt. Da müssen wir gleich drauf runtergehen, dass der gleich kommt. Wir haben gedacht, die Grußworte wären länger. Wir freuen uns alle sehr. Bleibt einfach noch ein bisschen hier mit uns zusammen und feiert dieses Ereignis. Vielen Dank. Hier kocht die Marmelade, haben Sie gesehen, und lese ich euch.